Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nehmen wir uns wie jeden Abend die Zeit und schauen gemeinsam, was sich hinter dem heutigen Türchen verbirgt. Überall können uns zurzeit Engel begegnen. Auch für nicht-religiöse Menschen sind Engelsdarstellungen unverzichtbar. Dazu passt auch die häufig auftretende Aussage: Also mit einem Glauben an Gott tue ich mir schwer, ich glaube aber, dass es Engel gibt. Engel sind seit jeher Mittler zwischen Himmel und Erde, Verkünder der Botschaften Gottes. Allerdings sind Engel auch, und das erklärt wohl ihre große Sympathie, Wesen, die uns Menschen unsichtbar umgeben, beschützen und Gefahren abhalten. Ich bin vor kurzem auf ein Gebet gestoßen, das diese Sehnsucht und den Wunsch nach einem begleitenden Engel sehr anschaulich zum Ausdruck bringt und damit endet, dass die Begegnung mit Engeln ganz reale Erfahrungen sein können. Ich wünsche dir einen Engel, der in guten und schwierigen Zeiten an deiner Seite ist, der deinen Schlaf bewacht und dich durch den Tag begleitet. Ich wünsche dir einen Engel, der dich stärkt und schützt, der dich tröstet und dir Mut macht, der dir beisteht mit seiner heilenden Kraft als Zeichen der Liebe und Nähe Gottes. Ich wünsche dir einen Engel, der dir in den Menschen begegnet, die gut zu dir sind und sich um dich sorgen und der dir hilft, für andere zum Engel zu werden.